Herzlich willkommen bei Kreativ und Verspielt. Neben mir seht ihr das Geburtstagskind Benny und an meiner Seite, die mich mit diesem wunderschönen Geschenk beschenkte. Du bist der Beschenkte. Du hast mich beschenkte. Ich bin die Almosen gegeben hat. Nick. Ja, du hast mich beschenkt. Die mich beschenkte. Ja, stimmt. Sagte er. Stimmt. Du bist der Beschenkte. Ich bin der Beschenkte und die mich beschenkte. Ich hab Geburtstag. Ich hab Geburtstag. Ich weiß nicht, ob ich schütteln darf, nee, aber ich hab nicht. Geburtstag. Und die Nicke muss lieb zu mir sein. Ja, deswegen haben wir heute auch die großen Stühle. Ja. Nick muss lieb zu mir sein, deshalb hat sie versucht, die Fliege von mir zu verscheuchen, die uns hier stört. Ja. Aber jetzt hört man es nicht mehr. Oh, Verzeihung. Doch, ich höre sie. Du musst sie dann noch umbringen. Ich packe jetzt mein Geschenk aus. Das wird ein Unboxing-Special, denn ich habe Geburtstag. Ich habe Geburtstag. Fällt dir irgendwas auf an der Aufmachung des Geschenks? Süß. Am Papier, süß. An den Größen. Verschiedene Größen. Hier ist ein Panda drauf. Erinnerst du dich an irgendwas? Da ist ein Bonbon. Ich packe immer gern die Sachen als Bonbon ein, weil das ist gut, unförmige Sachen als Bonbon einzupacken. Wobei es kein richtiges Bonbon ist, denn es ist auf der anderen Seite so. Das ist eine eckige Form. Eckige Form, das ist keine richtig eckige Form, doch vermutlich. Das ist ein Panda. Ich hoffe, man sieht das. Hier ist ein Squirrel. Oder ist das ein Biber? Eichhörnchen? Ah, ein Biber. Ist das ein Eichhörnchen? Ein Biber. Biber. Pfannkuchenschwanz. Und das ist Geburtstagspapier. Klassisch Geburtstagspapier. Das sieht man. In grün gehalten. Ein pastelliges Grün mit den passend dazu gewählten Bänden. Was sind das für Bände? Sind die neu? Ja, die hatte ich für die Ostergeschenke. Ach so, ist mir aufgefallen. Mir ist doch was aufgefallen. Das ist Glanzpapier. Ich mag glänzende Sachen. Ich mag Gold, Silber, Schmuck. Ist Schmuck dabei? Nein. Krieg ich Schmuck? Nee. Ich weiß nicht, was es ist. Okay, soll ich dir einen kleinen Tipp geben? Ich habe mein Bullet Journal. Willst du keinen Tipp? Ach so, soll ich einen Tipp annehmen? Also der einzige Tipp wäre... gebt uns jetzt ein Like. Ja, das habe ich gemacht. Ja, diesen Monat habe ich meinen Geburtstag reingeschrieben. Denn ich habe Geburtstag. Ja, aber du hast hier noch mehr reingemacht. Soll ich mal die Seite auf? Ich habe einen Drache und einen Ritter reingemacht. Ja. Lass mich doch lieber auf. Okay. Dann zeig deinen Tipp. Willst es doch mein auf. Tipp Ihr ist, wollt es. Mein Tipp ist diese Seite. Bier. Und drei Geschenke. Ja, ein großes, oder? Ein großes und zwei kleine. Aber ich krieg fünf. Nicke hat versprochen, ich krieg nur drei damals bei dem Video, das wir euch hier... Genau, hier oben in die Ecke tun. In die Ecke machen. Und wahrscheinlich kriege ich was gegen mein Schweißproblem. Das wird vermutlich ein Deodorant sein. Genau, also. Das ist eigentlich, schenkt ihr Leuten gerne Parfüm. Das ist wie Socken zu Weihnachten. Ja, ich habe früher immer Parfüm verschenkt an meine Verwandten, als ich noch ein Kind war. Duschgel. Mein Onkel hatte sehr viel Duschgel dann, weil er immer von uns allen Duschgel gekriegt hat. Und irgendwann habe ich dann gehört, dass er eigentlich. Warum schenken die, irgendeiner hat mal gesagt, warum schenkt die mir Duschgel? Stink ich? Und ich dachte, ja, vielleicht. Ja, genau, ich habe mich hier lang gehangelt. Echt? Und du hast das da an meinem Gekritzel? Ja. Ich krieg Geschenke von Zeugs? Ja, an seinem Gekritzel. Ich habe einfach so gemalt. Er kriegt gekritzeltes. Oh nee, ich habe da einfach irgendwas reingemalt. Wenn ich jetzt eine Sonne, ein Muscle-Shirt krieg oder so. Ich vollgeschweiße schon. Nee, da ist ja dann hier aus so ein ganz tief ausgeschnittenes. Das würde ich sagen. Ja, geschwürt. Möchtest du beginnen? Ich beginne hiermit. Kleiner Wunsch. Muss ich das abschneiden, ja? Ja, schnell zum Willst du das Papier wiederverwenden? Nein. Weil soll das meine Mutti geben? Nee, die kann es bügeln, wenn sie möchte. So. Das ist doch noch gut hier. Was ist der Klebestreifen? Das Papier. Ach, guck so. Mal, wie vorsichtig ich es aufmache. Gertraud Gruber von Man. Vital Pflegedusche, Hair und Body. Ich hatte kein Deo für hier. Ich habe das mit dem Deo vergessen. Da habe ich mir gedacht,
Du, ich kleiner kann, Glückwunsch, wasch dich mal. Da habe ich mir gedacht, der kann sich auch mal waschen. Toll. Das habe ich gefunden. Ja. Ja, das habe ich nicht gekauft, das habe ich gefunden. Gertraud, wer ist Gertraud Grube? Das weiß niemand so Ox genau. Ox for Man. Das ist schon for Man drauf. Ox. Moschus Ox for Man. Oder ist es Xo? Ich glaube, es ist Ox. Es ist bestimmt Ox. Ox. So rum, oder? Ox. So rum, ja. So rum. Ja, okay. Das ist die schöne, ist die schon schöne mal Karte toll. Gezeigt. Die Karte ist die wunderbar. Die passt aber nicht zu dem, was dahinter hängt. Jetzt hier ganz vorsichtig aufmachen, weil das kann man nochmal nehmen. Und das ist auch so schön gebunden. Das kann man auch nochmal nehmen. Ich schneide mal so auf. Fällt es runter? Nein, ich habe es alles weggeklebt. Deswegen kannst du es auch nicht nochmal nehmen. Top, Papier. Ich mach's so vorsichtig, dass man es nochmal nehmen kann. Ich bin Profi auspacke, weil... Du hast gesagt, wir schaffen das in 10 Minuten. Ich mache immer alles mit Klebeband voll. Ich habe gedacht, 10 Minuten. Alter. Das ist das Bonbon, aber das will ich irgendwie aufschneiden. Eben. Ich fange mit dem Bonbon an. Das ist leicht. Das ist ein Socken in der Dose. Das hört mir. Das sind Socken in der Dose. Du hast allen Socken in der Dose geschenkt. Jetzt habe ich endlich auch meine eigenen Socken in der Dose. Ja, wenn ihr was braucht. Ich gebe noch einen weiteren Tipp ab. Es ist wahrscheinlich eine Bierdose. Ich bin gut. Ich bin sowas von gut. Zu Ostern habe ich allen Socken in der Dose geschenkt. Ja, ich habe keine gekriegt. Ja. Jetzt sind es meine hier. Benni hat nämlich seinen Switch auch gerade gekriegt. Das machen wir euch auch mal hier oben rein. Ja. Ich glaube, wie wir es hier unboxed haben. Ja, es ist eine Dose. Es ist eine Dose zu meinem Geburtstag. Kann ich mal ganz schnell gucken, ob alles läuft? Ja, guck mal ganz kurz. Also der Ton läuft noch. Wenn du es nicht aufgenommen hast, dann... Doch, es sind schon 8 Minuten. Wir müssen bald aufhören. In anderthalb Minuten. Trich durch, ey. Das sind aufgenommen. In anderthalb Minuten muss man aufhören. So. Und es sind... Es ist eine Dose Bier. Und daran hat... Das hat's verraten. Dieses Geschüttel. Das sind Bier. Benni hat zweimal Bier aufgemalt. Oh nee, kriege ich nochmal Socken? Ich nee, da sind noch zwei Socken drin. Zweimal Ach Bier. Ach so, okay. Zweimal Bier sind zweimal Socken. Da sind Socken drin. Die sehen aus wie ein Bier. Die ziehe ich jeden Tag dann an. Die sind wunderschön. Ja. Ich glaube, ich habe noch nie gelbe Socken gehabt. Jetzt auch mal Zeit. Jeder braucht gelbe Socken, oder was? Ich tue sie erstmal wieder rein. Besser ist das. Muss man die erst waschen? Ich weiß Socken? Nicht, Socken zählen für mich zu Unterwäsche. Ich habe letztens Socken gekauft und habe sie direkt angezogen. Stimmt. Ja. So. Genau. Jetzt mache ich hier mit weiter. Ach komm, ich zerr's ab. Ich will mal wieder was kaputt machen. Das ist ein kleines Geschenk. Das sieht man gar nicht. Ich dachte, das wäre das große. Ich habe die Erwachsenengeschenke in dem bunten Papier, in dem Glänzpapier eingeschlagen und die Kindergeschenke. Ein Funko. Oh, ein Funko He-Man. Das ist He-Man. He-Man. And the Masters. Wo sind die Masters of the Universe? Die sammelst du noch. He-Man. Das ist dieses kleine Geschenk hier, das ganz kleine. Das ist He-Man. Das ist He-Man, er hat seine oder? Axt dabei. Ich hatte den aber auch, die Spielfigur und auch die Axt und das Schild. Und ich habe mich immer gewundert, weil er hat ja eigentlich sein Zauberschwert. Aber den werde ich mir nicht an Schlüssel machen, weil die reißen immer ab da oben, so große Schlüsselanhänger. Und dann hat man, oder? Ein Keychain. Das ist He-Man. So, jetzt muss ich abschneiden. Das hier ist hier auch noch dran, das kriegst du nicht einfach so ab. Du musst das mal hier machen. Ich reiße es eben ab. Komm mal. Ich weiß es nicht. Sorry, ne? Ich wollte mal reißen. Ich will nicht, dass du hier unten das schon siehst. Ich glaube, euch das mit denen abschneidet. So, weg. Weg, weg, weg. So, frei. Was haben wir hier drin? Das ganze Schild. Das fühlt sich an wie so eine Spielfigur. Also. Bin ich gut oder bin ich gut? Schlecht. Ich weiß nicht. Schlecht. Die Größe von den komischen Actionfiguren, Game of Thrones Actionfiguren. Wenn es Aria ist, dann gebe ich es zurück. Alter, ich habe Aria extra nicht gekauft. Ich will keine Aria. Ein Mann würde ich nehmen. Stecken wir euch mal hier oben was in die Ecke, da können wir mal gucken.
raus, dass ich einfach weiß. Das ist eine weitere Überraschung. Das ist keine Spielfigur, vermutlich nicht. Das habe ich zugeklebt, weil es kaputt war. Es kam leider etwas beschädigt an. Danke, Amazon. Geh weg, Fliege. Ach, was soll's, auf damit. Ah, ich ahne es. Oh, es ist eine Tasche für meine Switch. Und es ist nicht irgendeine Tasche, es ist eine stinkende Tasche. Hast du was gegessen? Ja, ich weiß, ich hab's ausgepackt, hab's mir angeguckt. Es ist eine Monster-Hunter-Tasche. Monster-Hunter. Da kann ich meine Switch natürlich standesgemäß verstauen. Hier passen die übelst kleinen Switch-Spiele rein, die viel zu klein sind. Irgendwie hier die passt. Kannst du auch wie eine Handtasche tragen, wenn du das willst. Das wollte ich auf jeden Fall. Aber der sieht nicht sehr vertrauenserweckend aus. Guck mal, hier waren aber die Dinger noch dabei. 1000-Euro-Konsole. Ich weiß nicht, was das ist, aber das war dabei. Yes, please, free Amazon Gift Cards. Was? Schön, süß. Es gibt sowas in Amazon, ein Geschenk bei Amazon. Ohne die typischen Gutscheine, die nehmen die dieses Gutschein, der ist gut für sie. Ach, das ist für die Controller hier, sowas zum Anpacken. Japanisch. Ich werd verrückt. Logistik. Security Tech. Also das sind Stick-Aufsätze für ein Drücke und ich glaube auch hier noch irgendwas. Ich habe ja Monster. Ne, sind nur die Aufsätze für die Sticks, glaube ich. Weil ich habe ja Monster Hunter Drücke, aber da hat man doch Monstares auf den. Ich weiß nicht, ob das jetzt spiegelt. Vielleicht kippen? Nur warten, bis es schafft. Also sind auf jeden Fall so Monster Hunter dicke Dinger. Gut, das war das. Mach am besten das kleine erstmal auf. Ja, das ist oben drauf. Das ist recht schwer. Was kann jetzt noch übrig sein? Ein Thermometer. Was ist ein Thermometer? Ich will kein Thermometer. Ich habe ein Hygrometer. Das ist viel besser. Du hast jetzt schon zwei kleine Geschenke und die zwei Biere aufgepackt. Ja, das ist ein ganz großer. Ja, also, was fehlt noch? Was ist hier übrig? Eine Wurst. Ich bin so kreativ. Ich dachte, ich bin verspielt und du bist kreativ. Das ist eine Wurst. Eine Wurst. Eine Stresswurst. Die muss ich aber auspacken, eine Stresswurst. Ja, nee, das ist eine Schere. Nee, das ist, glaube ich, frustfrei. Meinst du? Aber getackert. Frustfrei mit getackert. Also frustfrei darf man das nicht. Das ist verboten. Schere, ich will meine Stresswurst. Aua, das tut voll weh. Darf ich dich mal mit der Stresswurst hauen? Boah, da ist der nicht drin. Machst du den kaputt gleich hier? Oh, eine Stresswurst. Das ist wie die, ich habe gedacht, es wäre so Gummi wie die Brust damals. Die war komisch. Die hat nach einem Tag kaputt gespielt. Ach, guck mal hier, doch, das kann man auch. Aber da hält sie doch nicht lang. Kann ich da nicht oft machen. Guck mal, hier kannst du auch voll oft drehen. Hier jetzt kannst du so zwirbeln. Stressball-Sausage. Ja, die ist... Die ist nicht stressig? Gleich viel besser. Mir sieht es ihr gar nicht an. Ja, wenn er Video schneidet, kann er jetzt immer stressen. Und dann kann er dabei seine Biersocken anziehen und kann sich schon so einen Vorgang sehen. Ich muss so schneiden. Stimmt. Stress muss. So, jetzt mache ich das Große auf. Jetzt mache ich da das Große. Aha. Ich zeig's euch noch nicht. Ich will es für mich alleine haben. Ich will es nur für mich alleine haben. Denn ich hab's schon mal gemalt und sah wunderschön aus. Von euch auch hier oben rein. So ein bisschen aus wie Notenschüler. Hello! Das Schwert. Das Energieschwert von Halo Infinite steht sogar drauf. Halo Infinite. Oh, es gibt auch den Meister-Chef-Helm. Ja, aber der ist nicht groß. Deswegen habe ich den nicht genommen, sondern das Ding. Das ist krass. Das ist
kann man sogar, angeblich könnte man das in die Hand nehmen. Ich weiß nicht. Ich habe große Hände. Ich bin gespannt. Wenn ich es gebaut habe, machen wir ein Video davon. Und wir werden es in die Hand nehmen und dann werden wir vergleichen, ob da so viel Platz ist. Ich kann dazu Flosse. Noch was, soll ich dazu mal was erzählen zu diesem Ding? Ich habe das drei Wochen bevor Benni Geburtstag hat, habe ich das bestellt. Das kam hier an. Dann haben wir haben irgendein Video hochgeladen. Was haben wir denn für ein Video hochgeladen? Ah, das Malvideo haben wir hochgeladen. Und dann hat der Gore nämlich drunter geschrieben, wisst ihr eigentlich, dass es das Energieschwert von Halo auf von Mego-Konstrukt gibt? Und dann warst du gerade angeln. Und dann habe ich mir gedacht, oh Gott, wenn der das liest, ich hatte das schon längst bestellt, dann habe ich dem Gore auf meiner Gaming-Seite auf ein altes Kommentar geantwortet, kannst du das bitte löschen, das was du da hingeschrieben hast? Und dann hat er es tatsächlich gelesen, hat es gelöscht und Benni hat nur das andere Kommentar gesehen. Und ich sitze hier mit meiner Wurst, die nicht nach Wurst riecht, sondern nach irgendeinem Kunststoff. Also es hat perfekt funktioniert. Dankeschön. Ihr habt einen Komplott geschmiedet. Ja, und du warst schön angeln dabei. Ich habe das aber tatsächlich sogar schon gesehen, das Schwert. Ja. Ich habe es schon mal gesehen, aber wollte es mir mal kaufen. Aber es ist von Xbox 343 Industries, Microsoft Corporation, Build and Share. Build and Share? Wir müssen sharen. Guck mal. Ich habe gebildet und ich habe nicht geshared. Das machen wir noch mit den anderen Videos. Und hiermit auch. Also es hat 567 Teile. Ist ab 8 Jahren. Aber ist für Pro-Builder. Ich habe schon Sachen gebaut, die für 14 Pro-Builder sind. Diesmal ist es nur für 8 Pro-Builder. Das schaffe ich aber alleine. Ich brauche keine 7 weiteren Leute. Denn ich will es für mich haben, das Halo-Schwert. Ihr habt bestimmt alle gesehen, wie ich es gemalt habe. Ja, ansonsten denkt dran, es ist alles in der Infokarte drin. 63,8 cm oder 25,12 in. Der eigenartige Maße bevorzugt. 25,12 inch. Ist das schon eine Diskriminierung? Ist das schon Diskriminierung? Aber es ist keine kulturelle Aneignung. Nee, dann würdest du ja sagen, inch. Dann würde ich sagen, inch. Das finde ich gut. Wenn ihr das auch haben möchtet, dann bestelle ich es am besten bei eBay, das ist günstiger. Ja? Bei Amazon kostet es, glaube ich, 90 oder 100 Euro. Echt? Bei Amazon sind die Versandkosten auch ganz schön teuer. Nee, da ist es direkt in Deutschland. Ja? Ach so, weil die Megakonstrukt-Sachen, wenn ihr was davon bestellt, passt immer auf, beobachtet sie so eine Zeit lang. Die kommen immer mal wieder rein. Aber manchmal sind die halt sehr teuer von den Versandkosten. Ich glaube, die Wurst ist das Beste. Denkt dran. Wenn ihr das bestellen möchtet, könnt ihr es gerne tun. Aber sagt mir nicht, dass ihr es auch habt, damit ich weiterhin denke, ich bin der Auserwählte. Ja. Okay, das war's. Mein Geschenk zu meinem Geburtstag. Genau, denn ein spezielles Unboxing. Ich dachte, du singst auch mal, aber du willst nicht. Ich will nicht singen, nein, ich singe nur für mich. Ich hab Geburtstag, Wie alt, warte mal. Wenn es rauskommt, schon Geburtstag gehabt. Wie alt bist du denn geworden? Ich bin etwas älter geworden. Warum ist mir die Idee nicht gekommen? Ich bin 35 Jahre jung geworden. Freust du dich über deine Klemmbausteine, über dein Spielzeug? Ich freue mich über mein Spielzeug. Bis zu 8 Personen. Nee, kann ich machen. Fake News. Nee. Ja, ich finde das ganz okay. Also hier ist schon das. Da ist auch noch ein Helm. Gibt es auch. Ich weiß nicht, was das andere ist. Ein Stück Halo? Ja, das ist ein Stückchen. Ein Stück Planet, gell? Aber ein Stück Halo ist auch blöd. Man will schon ganz Halo haben. Du musst es viermal kaufen. Meinst du, man kann die zusammen machen? Aber die sehen halt gleich aus, kein richtiges Halo oder kein Flat. Nee, also, ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Hast es ganz gut ausgewählt, kann man machen. Socken muss Socken jeder braucht selber jeder. Socken muss jeder selber wissen, ob Socken sein müssen. Kauft Socken in der Dose. Ihr kriegt dann so eine schöne Dose mit dem Deckel dazu. Gibt's auch bei Amazon. Wenn ihr jemandem Socken schenkt, dann schenkt ihm wenigstens auch noch eine Stressfrist dazu und gibt ihm vorher. Lass die auspacken, dann gibt ihr ein Päckchen Socken, dann kann er überlegen,
ob Socken auch gut sind. Und? Sind Socken gut? Ja, man braucht Socken. Und die werde ich auch irgendwann mal anziehen, bestimmt. Ich hoffe, das hier hält. Ich hatte mal eine Gummibrust. Die war, glaube ich, so groß. Die war so groß. Die war eigentlich witzig, aber die war mit so Gelee-Zeug gefüllt. Und die hatte die Nippel so aufgeklebt. Und ich habe so 2 Tage so ein bisschen drauf rumgespielt und geknetet. Die lag hier praktisch, die lag so. Nimm mal an, die lag so auf dem Boden, hat aber so gemacht. Die ist draufgehauen, weil die so komisch gewackelt hat. Dann und jetzt. So, und ich habe mich so hochgenommen und nach 2 Tagen, ich habe nicht viel damit rumgeknetet. Waren es 2 Tage? War es nicht nur ein Tag? Ich glaube, es war sogar nur eine. Ich glaube, es war nicht am selben Tag, oder? Es war am nächsten Tag. Das kann sein. Ja, einen Tag hat sie gehalten. Das war so blöd, dass die dann direkt kaputt gegangen ist. Die war eigentlich witzig. Die sah zwar total doof aus, aber die war voll lustig. Ich hatte die auch mal irgendwo mit hingenommen. Haben wir noch diesen Dingsbums, wo es rausgelaufen ist? Ja, ich glaube, ich habe das Video, wo ich es so gemacht habe. Vielleicht. Und dann, oh nein. Vielleicht stellt man das noch ein. Ja, wenn ich es finde. Wenn ich es gefunden habe, seht ihr es. Ansonsten tut es mir leid. Ihr müsst es euch vorstellen. Ihr könnt noch dranbleiben, dann seht ihr, wie ich das eingepackt habe. Ja, wir zeigen jetzt noch, wie die Nick es eingepackt hat. Oder eventuell finden wir noch irgendwas Cooles, was wir auch noch zeigen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Und ganz wichtig, bleibt gesund. Kreativ. Und verspielt. Tschüss. Herzlich willkommen und... Hallo? Ja, fangen wir nochmal an. Herzlich willkommen und... Sagen wir noch gar nicht. Nee. Ja, hallo, guten Abend. Ich weiß gar nicht, wo ich reingucken soll. Also, das Licht ist nicht optimal, aber ich werde jetzt, wenn ich sein Geschenk verpacken, ich weiß auch nicht so richtig, wo ich hier hingucken soll, und ich werde euch gleich mal zeigen, wie ich das verpacke und was überhaupt. Wir brauchen dazu aber mein Bullet-Shirt. Ne? Also, seid gespannt. Ich weiß jetzt nicht, wann er das reingeschnippelt in das Video. Genau, dann viel Spaß beim Schauen. So, also hier haben wir mein Bullet Journal. Und zwar hatte der Benny, danach hat es echt bescheiden. Aber bevor ich es. Hallo. So, jetzt geht's aber. So, also hier ist mein Bullet Journal. Der Benny hat das ja designt. Das findet ihr hier oben wahrscheinlich in der Ecke. Das mache ich euch mal rein. Das ist mein Bullet Journal Setup. Genau. Das hier hat der Benny. Ich muss ein bisschen leiser reden, weil es ist nämlich in dem Zimmer gezeichnet. Und man sieht ja hier ein großes Paket und 2 kleine Pakete. Und da habe ich mir Folgendes dabei gedacht. Ich zeige euch das mal. Das hier war das große Paket. Das habe ich durch Zufall gefunden bei eBay. Ist ja nicht cool. Voll geil. Das war nicht mein Lieblingspapier, aber das ist das große Paket. Also praktisch das hier. Das ist das große Paket. Dann haben wir noch ein etwas kleineres Paket hier hinten. Das ist das hier. Guck mal, ob ich das irgendwie auffummeln kann. Ansonsten seht ihr das natürlich auch im Unboxing oder habt das sogar schon gesehen. Was man nicht alles findet, wenn man planlos auf Amazon gesucht. Genau, das ist das zweite. Dann haben wir noch das dritte kleine. So, das hier ist ein Schlüsselanhänger. So. Und dann fehlt natürlich noch, haben wir hier, hatte ich hier 2 Bier hingewalten und eine Wurst. Ich konnte natürlich jetzt keine Wurst reinpacken, das wäre ja voll ekelhaft. Also, eine Stresswurst. Die Stresswurst. Für diese Wurst. Und Bier ist auch blöd einzupacken. Und so habe ich das hier. Das sind Biersocken. 2 an der Zahl. Für jeden Fuß 1. Und das werden wir jetzt alles mal verpacken, dass er alle seine Wünsche natürlich hat. Ich habe dann noch das hier gefunden. Ist es nicht doof? Aber ich habe keine Sonnencreme. Wegen hier. Wegen da. Deswegen duschen hilft auch. So. Thank you.
Ich habe, für die Spielzeuggeschenke dieses Papier gewählt hier. Da habe ich extra so versucht, dass der Löwe so zusammenpasst mit seinem Unterteil hier. Und hier ist normalerweise auch der Panda. Hier ist natürlich erstmal ein Panda. Genau. Ja, hier habe ich noch so eine kleine Glückwunschkarte gefunden im, wo war das? In diesem teuren Dekoladen. Depot. Das ist der übelst teure Dekoladen. Genau, hier haben wir noch das. Das passt ganz gut dazu. Ich habe hier zwei anderes Papier genommen, weil ich das noch übrig hatte. Das musste mal weg. Und außerdem ist das Erwachsenenpapier. Hier, Erwachsenenpapier für Erwachsenenzeug. Und hier haben wir das Kinderpapier für das Spielzeug. So, und das ist es jetzt. Und jetzt muss der Benni noch warten, bis er es auspacken darf, weil ich gehe jetzt ins Bett. Genau, so sieht das aus. Ich habe noch so ein Bummelchen drauf gemacht. Genau, und wenn ihr sowas dran kleben möchtet, dann nehmt einfach das Klebeband wie eine Wurst und klebt das so rundherum, dass ihr wie so eine Schlaufe habt. Und dann klebt ihr das einfach hier an das untere Paket und dann könnt ihr das einfach drauf machen. Dann hat das schon mal so einen kleinen Halt. Also bei dem hier reicht das ja völlig aus. Da habe ich schon mal ein Band drum gemacht. Und dann habe ich noch mal hier an der Seite das so gemacht. Genau, das ist es jetzt. Hoffentlich freut er sich. Ich habe natürlich nicht nur von der Nicke was gekriegt, ich habe auch von meinen Eltern ein Kinder-Joy-Ei gekriegt. Noch ein bisschen Geld und ein cooles T-Shirt. Ja, aber was mich gerade hier total belustigt hat, ist zwar hier, da ist ein cooler Saurier drin. Saurier sind immer gut. Aber diese Anleitung, die verstehe ich nicht ganz. Was ist jetzt? Also, so ist so. Ist Daumen runter. Und so geht's voll ab. Oh. Was soll mir das sagen? Stell ihn hin. Oder kann ich ihn jetzt anschnicken? Und wenn er fährt, ist es okay. Und wenn er umfällt, ist kacke. Ich weiß es nicht. Klärt mich auf. Was ist das für eine Anleitung? Leider gibt es noch eine große Enttäuschung. Und zwar das hier. Ich muss es mit Pappe abschlappen und sieht jetzt total eklig aus. Da war doch früher so ein kleiner Plastikdings drin. Nicht so ein. Guck mal. Das ist ein Rest von irgendwas. Ein Rest von einem Eis. Das schmeckt auch nicht mehr. Das schmeckt doch nicht mehr so. Also früher war alles besser. Als in Kneipen noch geraucht wurde und. Vor allem, weißt du, weil sie können, als man überhaupt noch weggehen durfte. Sie können ja nicht mal sagen, ja, das ist weil wegen Umwelt, weil das ganze Eis ist Plastik. Ja, das ist doch alles aus. Können wir nicht hier so ein Stück davon zusammenrollen, lieber das da mit integrieren? Oder, also das ist, das gefällt mir nicht. Es entwickelt sich alles in eine eigenartige Richtung hier. Plastik-Silberfolie drauf, sogar die gute. Und dann so ein Pappstück. Was soll das? Dritter Tag. Nein, 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 nein.